Und wir kutschen schon alles hier. Willkommen zum neuen Part. Let's play in the Legend of Zelda Ocarina of Time. Dwight. Und wir sind fast da. Willkommen übrigens erstmal. So. Wir sind da und haben Spaß. Ja, geiler Scheiß. Hallo Mario T. Wach auf. Natürlich war ich auf. Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Mario, die war auf. Ja, ist ja gut. Ich war ja schon auf. Los, komm schon. Ja. Erstmal in Ruhe wach werden. Und eine Tasse Smoothie trinken. Und noch eine Tasse Kakao. Lecker. Und jetzt können wir uns wohl wieder hier, ja, erkunden und ja, und auch. Uns auch wieder bewegen, uns auch wieder bewegen hier mit dem schönen Link. Okay, der Dekobaum hat mich, bat mich, dich aber jetzt zu begleiten, schön dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen, den Arsch zu bewegen, also steh bitte auf. Ja, alles klaro. Gut. Dann können wir uns jetzt endlich mal bewegen hier, sehr schön. Jetzt noch in einer 2D-Sicht, aber bald auch in einer 3D-Sicht. So. Sehr schöne Musik auch mal wieder hier. Schöne Musik und hier. Seht ihr alles hier, ne? Hier. Items, Karte. Und auch die Ausrüstung. So. Aber jetzt können wir auch eigentlich rausgehen hier. Hier gibt's ja nichts mehr, wie ich sehe hier. Nur Dekoration und ja, Möbel, die man zum Wohnen braucht. So. Manchmal ist auch einfach alles schwierig. So, guten Morgen, Mario T. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Upsala, sag mal. So. Hat man, ich mach eben so einen Jump. So einen coolen Jump. Dass mich alle cool finden hier. Im Let's Play, warte mal. Und? Yeah! So muss sein. Nicht anders. So. Upsala. Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee, Mario T. Das ist ja voll toll, ey. Ich freue mich für dich. Du bist also ein wahrer Held. Oder auch ein wahrer Kokori, Mario T. Es ist wirklich wahr, der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst. Es ist eine große Ehre, von der Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Okay, machen wir. Der Dekobaum hat mich gerufen. Der Dekobaum hat mich gerufen! Das ist ja toll. Okay. Hier gibt es wieder so viele Sachen wie möglich. Hier Rubin und sowas genau. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf das RP. Auf jeden Fall. Wird sehr geil sein, oder? Es wird sehr geil als LP sein, oder? Also am liebsten war ich eigentlich den Geistertempel von den ganzen Dungeons, die es gibt. Also ist eigentlich mein Lieblings-Dungeon. Der Geistertempel. Weil eigentlich ist der am geilsten, weil ich finde einfach, die Musik ist so perfekter und ich finde auch einfach, es macht auch einfach am meisten Spaß. Und ja, ich denke mal, ich traue mich auch auf die anderen Dungeons, aber mein Hass-Dungeon ist auf jeden Fall der vierte Dungeon. Der ist das Schlimmste. Meiner Meinung nach ist der Schlimmste. Upsala, sorry. Ist nicht so schlimm. So, hier ist eine Schatztruhe. Oh Gott. So. Hier ist eine Schatztruhe und jetzt schauen wir immer, was hier drin ist. Viel Spaß mit der Sequenz. Und es ist ein Kokiri-Schwert. Ja, geiler Scheiß. Berührung auszurüsten. Naja, machen wir.
Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission. Ja, weiter folgst, weitermachst, was auch immer. Ja, mach ich dann den nächsten Part. Jetzt würde ich sehr gerne aufhören mit diesem Part. Einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Euer Kachel und euer Mario Party 10 Fan Abflug Fan. Euer Kachel hast. Nicht Kachel. Mario Party und so weiter und so fort. Ciao Leute, tschüss. Es wird beim nächsten Mal auch sehr gut werden. Sehr gut werden.